Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valiant Hearts The Great War. Wir sind immer noch bei dem Zahlenrätsel und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch ein bisschen probiert und ich musste tatsächlich Giant Stella, die liebe Jella, fragen, wie sie das gemacht hat, weil ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe zu kompliziert gedacht tatsächlich. Wir hatten ja Römisch 2, Römisch 1, Römisch 3 und dazu jeweils eine normale arabische Zahl, arabische Ziffer. Tatsächlich sagen die römischen Zahlen einfach eine Reihenfolge aus, in welcher ich dies eingeben muss. Das heißt, römisch 1 war die 4. Achso, muss erst drauf drücken. So, römisch 2 war die 6. Und römisch 3 war die 8. Ja, so einfach kann es sein. Ich hab einfach wirklich schon wieder zu kompliziert gedacht. Oh, die Pose war cool. Die Pose war cool. Wow. Hier. Das sind Blaupausen für Kriegsgeräte. Oder? Chemische Formel. 2C12 plus 2H2O, Wasser halt, ist gleich 4HC1 plus O2. O2 ist Sauerstoff. Die Formel beschreibt, was in der Lunge des Soldaten passiert, wenn er Chlorgas inhaliert. Das Chlorgas reagiert mit dem Wasser in der Lunge und produziert Chlorwasserstoffsäure, die schwere Verbrennungen auslöst. Ach so. Ja, wer Chemie hatte, weiß, wie diese Rechnung aufzulösen ist. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal anmerken. Ich möchte hier keine Chemie-Nachhilfe machen. Das würde ein bisschen zu weit gehen. Ah, Hebel. Das sind eine Menge Granaten. Das heißt, ich muss aus dem Brunnen Granaten holen? Ach, um den Schutt aus dem Weg zu sprengen, oder? Ja. Klingt plausibel. Klingt plausibel. Nur warum sind da Granaten im Brunnen? Oh oh. Schnell, ja, lauf doch weiter. Los, 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 los. Wir wollen die Frau retten. Schneller, Anna. Jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Ich glaube, Anna hatte noch nie eine Granate dergleichen benutzt, oder? Glaube ich zumindest. Bin ich hier richtig? Nee, ich muss da runter. Ah, verdammt! Die Musik indiziert, dass ich mich vielleicht doch beeilen sollte. So, schnell, 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 schnell. Ach, erstmal muss ich hier unten freispringen, oder? Oder auch nicht. Da muss ich doch oben. Ich muss doch unten auch. Ah, das nervt mich, dass ich immer nur eine nehmen kann. Das macht das Ganze echt unpraktisch. Schnell, 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 schnell. Hoppa, hoppa. Ist das gut, die Rakete in die Luft zu jagen? Augenscheinlich. Ach, dann geht das unten auch weg. Ah ja. Schnell. Jetzt kommt wieder das Minispiel. X und A. Nochmal X und A. Nochmal X und A. A, 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 X, 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 A, X, A, 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 X. XA, XA, B, B, XA, XA, B, B, XA, XA, Y, Y. Vor
Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden. Ah. Das Schicksal hatte sie zusammengebracht. Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas- und Granatbeschuss überlebt. Jetzt, da ihr Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Das zu überleben ist fast unmöglich. Aber wo sind Emil und Freddy? Der ist nicht wirklich zum Hund gesagt, stopp, du darfst nicht weiter, oder? Komm schnell, wir müssen weiter. Lass uns. Okay, da ist keiner. Okay. Jungfrau Maria und Schatulle. Eine Schatulle mit einer Figur der Jungfrau Maria, ein weiteres Beispiel für die Kunst in den Gräben. Um ihrer Langeweile Herr zu werden, begannen die Soldaten alles zu verarbeiten, was ihnen in die Hände fiel. Nicht explodierte Munition, leere Behälter und Splitter wurden in Objekte des täglichen Bedarfs verwandelt und einem weniger kriegerischen Zweck zugeführt. Das finde ich super. Leben und Tod des Zeppelins. Zunächst waren die Zeppeline den Flugzeugen technisch überlegen, doch sollte sich das im Kriegsverlauf ändern. Die Schwachstelle des Zeppelins war seine gewaltige, wasserstoffgefüllte, ballonartige Hülle. Dieses leicht entzündliche Gas ist leichter als Luft und ermöglicht es, dem Zeppelin zu schweben. Aber schon der kleinste Funke genügt, um einen Feuerball zu entfachen, der den Zeppelin unausweichlich zum Absturz bringt. Von 92 im Krieg eingesetzten Zeppelinen wurden 68 zerstört. Oh Gott, das Bild. Menschen ohne Gesicht. 20 Millionen Verwundete wurden während des Ersten Weltkrieges in allen kriegsteilnehmenden Ländern erfasst. Die überwiegende Mehrheit der Verletzungen, 70%, geht auf Granatsplitter zurück. Nur 1% stammte von Stichwaffen wie dem Bajonett. Häufig wurde den Soldaten der Kiefer oder die Nase weggerissen, oder sie verloren ihr Augenlicht. Dank der rasanten Fortschritte der Chirurgie konnte das Leid vieler dieser völlig entstellten Menschen nach dem Krieg ein wenig gelindert werden. Man nannte sie auch Zermalmte oder Menschen ohne Gesicht. Gott. Oh Gott. Ah, er heißt wirklich Walt. Das finde ich so super von Anna, dass sie einfach jedem hilft, ganz egal, welcher Fraktion ihr angehört. Jetzt muss ich mich konzentrieren, tut mir leid. Jetzt muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren, es wird nämlich schwierig langsam. Also noch geht's, aber ich erwarte halt immer, dass es, oh Gott, schwieriger wird. Oh mein Gott. Habt ihr gehört? Quälgerte Aster dabei. Ich habe irgendwas mit Aster dabei verstanden. Also ich tue mich echt, sogar beim Französischen gesagt, tue ich mich leichter, das zu verstehen. Oh nein, Karl. Schnell, beeil dich, Anna. Sind so theoretisch auf unserer Seite, aber wir dürfen nicht riskieren, dass sie am Ende noch
Okay, Karl etwas antun. Brief eines Soldaten. Ra, 14. Juni 1915. Liebe Emma, wir sind auf dem Rückzug. Unsere Position ist nicht zu halten. Keine Sorge, mir geht es gut. Wir belassen Ra den Gegner. Ra ist eine wunderschöne Stadt. Ich hoffe, zu Hause läuft alles gut und du kümmerst dich gut um unsere Eltern. Ich hoffe, die Gefangenen arbeiten ordentlich für dich. Auf bald, Siegfried. Ra war vielleicht eine schöne Stadt. Das ist fies. Aber ich weiß schon, wie ich es machen muss. Ja, es war jetzt leicht herauszufinden, wie es funktioniert. So. Na, ich weiß sogar, es ist mittlerweile auch schon wohin. Los, Walt. Also, Walt ist echt verdammt intelligent. Hierher. Gut gemacht, Junge. C'est bien. C'est bien. So, und jetzt auf zu Karl. Yes! Hat er gerade echt Yes gesagt? Bisschen unrealistisch für Franzosen, oder? Oh Gott. Schaut euch mal. Oh Gott, schaut euch mal die Stacheln da unten an. Die liegen auf ihm. Oh Gott, dass er noch nicht aufgespießt ist, ist ein kleines Wunder. Oh Gott. Schnell, 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 schnell. Wo muss ich denn hin? Zerbrochene Pistole. Eine zerbrochene P08-Pistole, die für die deutsche Artillerie entwickelt wurde. Das P steht für Parabellum, was sich auf die 9mm-Munition bezieht. Das Wort Parabellum kommt aus dem Lateinischen. Civis pacem parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Aha. Ich hoffe, ich habe das Lateinisch gerade mal richtig ausgesprochen. Ich bin mir dessen nicht sicher. Ja, aber wohin? Nein. Ach, da kann ich hoch. Sag das doch. Hier geht's weiter, oder? Was ist hier? Ah! Gibt's noch ein Sammlerobjekt. Natürlich soll es schnell gehen, aber ich will hier halt auch alles mitnehmen, ne? Ui, Borschia. Ui, Borschia. Burschia. Ah, schön. Hui, Bursche. Oh, was will ich mit der Dose? Wozu die Dose? Ich weiß, was mit der Dose ist. Kann das sein? Ja, ich stelle mich nicht immer so doof an. Es wundert mich ja, dass die Kette überhaupt das so festhält. Hält das? Ist er... Ach so, jetzt verstanden, okay. Das war jetzt ein bisschen komisch, tut mir leid. Schnell, Anna. Hilf ihm, ja, Frauenkind. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh Gott, jetzt wird's schnell. Hä? Ich hab's doch gedrückt. Tiens-moi. Voilà. Elle va. Elle va.
Schnell. Achso, ja, ich bin Emil. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, okay, sie laufen jetzt parallel. Ach so. Hä? Hä? Ja. Ach so, ich steuere jetzt Freddy. Oh mein Gott. Hallo? Walt? So ist, mach du den. Das könnten die mal so am Rande erwähnen auch. Das, ja, ich würde gerne da drüben. Hallo? Ja, nein, darf ich nicht? Okay, gut. Ja, ich hätte gerne die Flasche da drüben geholt, das Sammelobjekt. So, ich geh nochmal zurück. Ich will diese Flasche. Ich hab die gesehen. Ich will die haben. Ach so, mit dem, wo ich Walt hinschicke, damit steuere ich auch, wen ich denn jetzt aktuell steuere. Ja, das macht Sinn. Sterilisationslösung. Soldaten bezogen ihr Wasser direkt aus Flüssen und Bächen, aber wegen der Ratten und verwesenden Leichen fanden sich im Wasser auch viele Krankheitserreger. Die Soldaten benutzten viele verschiedene Produkte, um das Wasser zu desinfizieren, aber der einfachste Weg war, es abzukochen. Ah ja. Okay. So, Dynamit. So, muss ich das Dynamit Wort geben? Hä? Ich glaube, das Dynamit muss ich Wort geben. Damit er es zu Freddy bringt. Wodurch sich Freddy den Weg freisprengen kann. Ah ja. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ist es so gedacht? Hä? Nee. Okay. Nein, das war jetzt so nicht gedacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Logik gerade richtig verstanden habe, aber ich glaube... Ich glaube zu haben. Ich weiß aber nicht, ich glaube nur. So. Ach, verdammt! Versucht das Feuer zu treffen, nur so für euch zur Erklärung. Ich mir denke, das Feuer entzündet das Dynamit. Und mit dem Dynamit kommt Freddy dann weiter, weil Dynamit sprengt den Weg frei. Aber irgendwie bin ich da gerade zu dämlich zum Werfen. Liegt das an mir? Ah, Walt, komm her! So ist gut. Gute Junge. Sehr gut. Dann schicke ich Walt jetzt zurück mit dem Hebel und dann kommt auch Emil weiter. Seht ihr? Ich stelle mich doch nicht so blöd an. Ne? Ich weiß doch, was ich tue. Manchmal. Bursche. So. Na das? Jetzt kommt Freddy von der anderen Seite und macht auf. Merci, mon ami. Was war denn das jetzt gerade? Okay, wir bleiben hier erstmal stehen, denn
die Folge ist schon wieder vorbei. Haha. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, naja, okay, Spaß möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. So, let's play Valiant Hearts, The Great War. Tschüss.